Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, es gibt so Situationen, da denke ich mir oft, warum habe ich diesen Mann nicht schon früher kennengelernt? Weil natürlich im modernen Zeitalter der alten Heiztechniken so Leute wie Sie unentbehrlich sind. Nämlich, wenn man wieder Holz heizt, nicht nur um ein wohliges Raumklima zu erzeugen, sondern weil Holz einfach ein relativ günstiger Stoff geworden ist, wo man Wärme erzeugen kann, oder? Täuscht das? Ja, das täuscht nicht. Es ist auf alle Fälle ist man unabhängig. Man braucht nicht auf den Ölpreis, Ölpreis oder Gaslieferanten warten. Man kann das einfach selber sich besorgen und machen. Und das macht er dreimal warm, sagt man. Gell? Beim Machen, beim Auftragen und beim Einschüren. Das stimmt. So, aber ich fand das so gut. Wann war das gewesen? Nicht allzu lange her, aber da haben wir die Bauern hinter da haben ihre Waldweg zugestellt, weil sie in der Nacht immer heimlich irgendwelche Leute mit dem Pkw hingefahren sind. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, gell? Ja. Nein, aber ich wollte bei einem mir kurz einmal ein bisschen was über den Grundofen erzählen lassen. Weil wenn man Holz verheizt, ist so ein Ofen doch, jetzt berichtigen Sie mich, wo unten ein Gitter drin ist, das Falscheste vom Falschen, oder? Ja, es kommt drauf an, was man für Räumlichkeiten hat, was man selber will. Wenn ich um 18, 19 Uhr oder später von der Arbeit heimkomme, ist ein Grundofen vielleicht auch zu träge für das, bis warm wird. Wenn jemand den ganzen Tag daheim ist oder wie früher heute halt war, einfach unisolierte Wände, praktisch die Wärme ist bei alle Ritzen ausgegangen, dann war ein heißer Kern vom Haus das Wichtigste, was ganz oft vergessen wird vom Grundofen, diese Behaglichkeit, die praktisch die Wärmestrahlung, die der Ofen verbreitet, das ist ja eigentlich der Clou. Man kann Warmluft immer erzeugen, dass schnell warm ist, aber dass die Wärmestrahlung, die den Körper, die Möbel, die Sachen trifft im Raum, das ist die behagliche Wärme. Das wird gesucht am Grundofen. Und dann kann die Raumluft da ein paar Grad kühler sein. Muss der Grundofen aber da auch ein Kachel haben. Also sprich, er darf dann keine Oberseite außen eine Eisenplatten hat, weil die behagliche Wärme kommt eigentlich durch gebrannten Ton. Kommt durch die Masse. Nein, nicht nur das. Das muss auch ein gebrannter Ton sein. Das gibt eine behagliche Wärme. Vor allen Dingen durch die Masse, die dann entsteht. Weil ich muss die Temperaturspitzen abfangen, die das offene Feuer abfängt oder entstehen lässt. Aber und dann habe ich praktisch eine zeitversetzte, gleichmäßige Wärmestrahlung. Und das ist der Grund. Wo kommt das bei so einem Ofen wie dem da hinten zum Beispiel die Masse her? Weil das ist jetzt einmal ein Glasstein. Das ist ein Kamin. Das ist was anderes. Das ist ein Kamin, genau. Das ist jetzt praktisch einfach fürs offene Feuer. Aber der bringt es auch was, wenn der ein bisschen eine Masse hat. Ja, logisch, ja, genau. Und die Kachel ist halt einfach erfunden worden, dass man sieht und einfach die Wärmeabgabe ist besser über die Kachel. Und auch die Pflege. Aber die meisten Öfen sind halt einfach jetzt heute weiß. Und das ist halt der Trend. Und wir können uns nicht ganz verzagen oder sagen, das machen wir nicht. Es ist halt einfach die. Ach so, weil ein schwarzer Wärmestrahler ist, oder? Schwarz, was geschaut hat. Nein, das nicht. Ja. Die Öfen sind halt immer mehr ohne Kacheln, einfach immer mehr weiß. Und von dem her einfach nicht. Nicht mehr auf die Keramik fixiert. Aber man kann so viel schon sagen. Das zum Beispiel ist der Grundofen, den wir gerade geredet haben, darum komme ich überhaupt drauf. Da liegt also praktisch das Holz nicht auf dem Gitter drauf, sondern auf einer. Ja, das ist die rostlose Verbrennung, genau. Weil es halt viel langsamer brennt und dann halt mehr nicht in den Kamin geht. Das ist auch ein Kamin, der ist zum Hochschirmen praktisch. Ja. Und zum Reinigen kann man den dann ausklappen. Das ist der Trick beim Holzharzen, sehen Sie, dass die von unten nicht zu viel Luft kriegt. Das brennt auch. Weil dann haut dann das Holz nicht durch den Kamin. Ne? Man tut das praktisch, das Holz auf den rostlosen Boden legen und dann bleibt die Glut erhalten und die Asche und das liegt im eigenen Aschebett und hält dadurch die Temperatur und die Glut länger und das ist einfach das. Sehr die Glut strahlt und es gibt keine heiße Luft, sondern es gibt eine Strahlung. Und das muss man immer unterscheiden, heiße Luft und Strahlung. Aber durch die Scheibe kommt natürlich jetzt da sehr viel Wärme in den Raum gleich, direkt. Wie viele Ofen bauen Sie so im Jahr? Darf ich mich fragen? Mei, das ist unterschiedlich. Jetzt momentan ist natürlich auch viel Umbau. Die Wärmeschutzverordnung ist halt einfach die praktisch die. Man muss jetzt die alten Kachelöfeneinsätze sanieren, die einfach
30, 40 Jahre alt sind, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Es ist, die wenigsten fahren auch noch mit dem Käfermotor, muss man einfach so verstehen. Die Verbrennung hat sich viel verbessert, wenn man da innen reinschaut, was da an Umlenkungen drin sind und so weiter, dass man das einfach in bessere Werte kriegt, die Verbrennung. Das Holz ist gemütlich, das brennt am Lagerfeuer genauso. Aber was man davon Nutzen hat und im Raum hält, das ist das Wichtige, dass das einfach im Zimmer bleibt, im Haus bleibt und nicht beim Kamin ausgeht. Deswegen haben wir einfach Vorschriften gekriegt, die schärfer und immer schärfer werden, und dann kann man nicht mehr jedes Gerät betreiben und die alten müssen getauscht werden. Das ist eigentlich das meiste bei uns im Tegernser Tal, im Voralpenland. Die haben alle einen Kachelofen, da ist jetzt nicht der große Markt an neuen Öfen. Aber es gehört auch erhalten und hergerichtet, und das ist auch die Schiene. Aber wichtig ist ja die Frage, ob es geht, verstehen Sie das? Ob man in so einen alten Kachelofen einen Einsatz einbauen kann, oder ob es dann nicht gescheit war, dass man sich schon so gemacht, dass man dann die Geräte oder dass man alles einreißen muss, oder? Genau, alles beim Loch wieder machen kann, dass man da wieder hinkommt, an die Innereien praktisch vom Kachelofen, das ist wichtig. Ich bedanke mich. Gerne schön. Wünsche schönen Tag noch. Nette Kunden, freundliche Geschäfte, und dann werden wir schon weiter. Pfiat euch. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen noch den Herrn Gasser vorstellen, Südtiroler Messerschmied. Also, stimmt das überhaupt? Sie sind Messerschmied, oder? Nein, ich bin nicht Messerschmied, ich bin Messermacher. Messermacher? Ja. Also, Messerschmied, schmiedet die Klingen. Ich bin kein Messerschmied. Wo kriegen denn Sie die Klinge her? Ja, die mache ich schon selber, nicht? Ich habe da so einen Messerstahl, nicht? Das ist ein hochlegierter Werkzeugstahl, und aus dem schneide ich das alles aus und schleift das so lange zurecht, bis es genau so die Form und alles hat. Und danach bringe ich das in eine Härterei, und dann wird das gehärtet, und dann ist das eine fertige Messerklinge. Ne? Achso, das wird dann extra nochmal? Dann müssen Sie es wieder polieren? Ich verstehe schon. Dann poliere ich das dann wieder, und wenn das sind die Anlassfarben vom Härten. Ne? Das schaut dann so aus. Und wenn ich das dann wieder mit einem feinen Schmirgelpapier alles wegschleife, dann schaut das wieder so aus. Ne? So, ne? Dann kann man sich bei Ihnen, wenn man sowas machen lässt, da praktisch dann wünschen, wie der Griff wird. Was gibt es da für Möglichkeiten? Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich mache das aber schon hauptsächlich so nach alten Vorlagen und historischen Formen so. So außenrum mit der Neusilbermontierung zum Beispiel. Oder auch Griffmaterialien aus Kuhhorn. Kuhhorn ist ein super Material. Das hat sich schon seit Jahrhunderten als Griffmaterial bewährt. Es ist kratzfest und auch resistent gegen Verschmutzung. Und das, je öfter man es in der Hand hat, desto immer schöner wird es. Wie sind Sie es eigentlich geworden? Haben Sie da schon familiäre Vorbelastung gehabt? Oder haben Sie sich als Kind oft den Finger geschnitten mit dem Schnörkelmesser? So? Ich bin schon ein Bastler allem schon gewesen. Und gerne in der Werkstatt etwas gebastelt und gefeilt und gemacht. Das liegt mir schon ein bisschen im Blut und auch in der Familie auch. Vielleicht mein Großvater, der kommt aus dem Saarental, aus Rheinswald. Und er hat auch schon so Sachen gemacht, er hat zum Beispiel so Feuerzeuge gemacht und so Sachen für Haushalt und Küche. Das hat Ihr Großvater gemacht? Das hat mein Großvater gemacht, ja. Und von dem habe ich da die Werkzeuge auch so, immer noch so, ne? Das sind Gravierstichel und so weiter. Und dann habe ich halt einmal so das Bedürfnis gehabt, irgendwie auch mal sowas zu machen und zu basteln. Und man hat sich natürlich halt dann weiterentwickelt, und irgendwann bin ich da auf dem Messer gekommen. Und das ist zum Beispiel was, das kenne ich jetzt als Fuhrmannsbesteck. Das genau, haben wir bei uns da in der Dachauer Tracht, wird das dran. Das ist das sogenannte Fuhrmannsbesteck, so ein zweiteiliges Besteck. Das besteht aus einem Messer. Ich schiebe das so rein und das so rüber. Dann hakelt das ein, weil da der Keder auf und rüber so eingenannt ist. Das hakelt das so ein. Und dann schiebst du die Gabel hinterher und dann hebt das alles so. Und das ist so ein zweiteiliges Fuhrmannsbesteck. Das haben die Fuhrleute gehabt, weil es eben in die Gasthäuser und so kein Besteck gegeben hat. Und somit hatte jeder müssen sein eigenes Besteck mithaben. Und
Schicht dann praktisch. Und darum sind die Taschen also breit, wissen Sie, weil du normales Taschenfeitel hast, das ist immer ein bisschen schwer. Die Tasche. Und diese Tasche ist eigentlich gemacht worden für das Essbesteck. Nicht nur für das einzelne Messer, sondern für das Essbesteck. Ich habe oft gedacht, warum sind die so breit? Das braucht es gar nicht. Ja, das geht dann so rein. Das hat man so ausschauen lassen. Und das war auch so ein bisschen ein Prestigeobjekt. Der eine, was ein bisschen mehr Geld gehabt hat, hat es natürlich ein bisschen mehr schöner ausgeschaut. Und der eine hat es wahrscheinlich ein bisschen weiter reingesteckt. Nicht? Ich verstehe. Das ist echt schön, was sie machen. Machen sie das nur, können sie da von Lehm oder wetscht da drinnen? Nein, was ist das, ein Ali oder was? Das gehört eigentlich zum originalen Fuhrmannsbesteck dazu. Das ist der Pfriem heißt man das. Nicht? Ja, das ist also eine Art Aale. Zum Reparieren praktisch. Nein, kannst du nehmen zum Wetzen. Und einmal kannst du nehmen vorne mit dem Loch, das ist eine Art Aale, und das kannst du hernehmen zum Flicken des Pferdegeschirrs. Und wenn etwas kaputt gegangen ist bei der Kutsche oder beim Fuhrwerk oder so irgendwas, dann hat man immer etwas zum Flicken gehabt. Das ist so ein Flickwerkzeug. Und das hat hauptsächlich der Fuhrmann gebraucht. Nicht? Und natürlich auch Messer und Gabel, alles benannt. Das ist jetzt nur eine andere Frage. Was sind das für komische Buchstaben, die Sie da haben, oder was ist das? Das sind jetzt 9 Kreuze, 9 Halbmonde sollten das sein, ja. Und ein altes Sprichwort, das sagt, 9 Kreuz und 9 Mond halten alle Teufel un. Ja, und das ist aber Glaube. Ja, das ist so ein Abwehrzauber. Nicht? Und das ist bewusst auf der rechten Seite drauf, dass wenn ich da meine Sachen aufschneide, dann schaut das nach außen und das soll alles Böse von mir fernhalten. Von der Wurst und vom Brotaufstrich, oder? Ja. Und vom Speck. Das soll halt alles fernhalten. Ja, das ist auf Kundenwunsch wollte, das soll, das sind Runenzeichen. Das ist ja der Name und die Ortschaft, das soll dann so bedeuten. Nicht? Das ist ja auf Kundenwunsch gemacht worden. Aber ansonsten diese 9 Kreuze, die sind etwas Typisches für diese Messer. Oder auch hier so ansonsten ein tiefen geätzter Spruch hier zum Beispiel. Nicht? Hier steht drauf, da zum Beispiel, ohne Wagnis kein Ergebnis. Oder wenn Sie zum Beispiel Elektroingenieur sind, dann lassen Sie einen aufschreiben, ohne Strom kein Diplom, oder? Ja, das ist auch, ja. Oder von wegen Kunst, Handwerk, wenn Sie Papiermacher sind. Eine ganze Reihe von Sprüchen, da gibt es auch ganz lustige, wie zum Beispiel, genieße das Leben ständig, denn du bist länger tot als lebendig. Nicht? Wer früher stirbt, ist länger tot. Ich bedanke mich für die Ausführungen, ich wünsche viele fröhliche Kunden, dass sie einen selten schneiden, Damen und Herren. Und Ihnen wünsche ich einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.